Wer weiterhin auf der Shortseite engagiert ist, sollte jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, denn die Dinge sind so extrem geworden. Viele Parameter, viele Indikatoren sind so extrem, dass ein Rebound in Aktien, eine Gegenbewegung in Aktien bei den Aktienmärkten sehr, sehr wahrscheinlich ist. Das würde dann passen, übrigens auch mit den saisonalen Mustern, dazu gleich mehr. Dennoch dürften wir hier eine technische Gegenbewegung jetzt nach oben sehen, die dann nochmal eine Welle nach unten sieht. Aber wie gesagt, das wollen wir uns gleich mal anschauen. S&P 500 und DAX, Achtung Bären, Gegenbewegung. Jetzt sagt Goldman Sachs, naja, geht mal besser raus aus Aktien, Untergewichten, Equities, weil die Realrenditen steigen, sagt Goldman Sachs. Jetzt erinnern wir uns mal, wir haben eine JP Morgan mit Marco Kulanovic, der immer gesagt hat, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Wir haben eine Goldman Sachs, die immer gesagt hat, Kursziel im S&P 4.329.000, also auch immer bullish. Jetzt wird Goldman Sachs auf einmal bärisch, hat das Kursziel nach unten genommen. Also das ist vielleicht der perfekte Kontraindikator, zumindest im kurzen Zeitfenster, während eine Bank of America mit Michael Hartnett, während ein Morgan Stanley mit Mike Wilson immer wieder darauf hingewiesen haben, es sind Bärenmarkt-Rallies, verkaufen, rausgehen bei einer Erholung. Jetzt sagt Goldman Sachs, also geht raus. Okay, das ist zunächst mal eine interessante Aussage. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ausgebombt die Dinge derzeit sind. Wir sehen hier etwa Bullish Percentage. Index im Bereich S&P 500 Technology. Da haben wir Werte, die wir selten gehabt haben. Wir sind hier überverkaufter als am Juni-Tief. Chart von Michael Silver, Figuring Out Money. Ebenso wie dieser Chart hier, McLellan Summation Index. Werte, die so extrem sind, wie wir es seit Jahren nicht gesehen haben. Überverkauft, überverkauft, überverkauft. Will man da short gehen? Bullish und Bearish Signals von Ron Walker. Ziemlich am Anschlag, das ist aus meiner Sicht eben nicht der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, wir crashen jetzt in diesem Moment, sondern wir gehen jetzt wieder den Weg des größten Schmerzes, denn die Put-Absicherungen sind hoch, das Sentiment ist extrem bärisch, also was passiert, wir sehen zunächst mal eine Gegenbewegung, bei dieser Gegenbewegung bildet sich dann wieder bullisches Sentiment, dann heißt es wieder in den Kommentaren auf meine Videos, siehst du, Stocks always go up und dann wissen Sie, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt wieder short zu gehen für die vielleicht finale Welle nach unten, die wir dann sehen werden. Hier haben wir mal den S&P 500. Möglicher Doppelboden. Wir haben zwar geschlossen beim S&P 500 auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2020, aber intraday waren wir im Juni schon tiefer mit einem Stand von beim S&P 3637, glaube ich, hier in diesem Chart von Capital.com. Von diesem Boden aus könnte man eben jetzt eine Gegenbewegung machen in den Bereich vielleicht 3.900, 4.000, das wäre nochmal doch eine durchaus anspruchsvolle Rallye oder Gegenbewegung. Und hier sehen wir mal dieses saisonale Muster in Midterm Election Years, nämlich dann, wenn der demokratische Präsident 2 Jahre im Amt ist, so wie es Joe Biden derzeit ist. Wenn Sie hier mal auf die unterste Linie achten, dann sehen wir hier bis in den September rein, oh, ziemlich herber Abverkauf. Dann nochmal eine Erholungsbewegung bis um und bei Mitte Oktober, dann der heftige Abverkauf nochmal, bevor es dann nach oben geht. Bisher jedenfalls hat dieses saisonale Muster, wenn Sie sich das mal anschauen, hier sehr, sehr gut gehalten, was es versprochen hat. Also bisher haben wir uns sehr, sehr gut an dieses Muster der Saisonalität gehalten. Figuring Out Money, Michael Silver wieder mit einer interessanten Bemerkung. Ist Ihnen aufgefallen, dass Bitcoin diese Bewegung nach unten nicht mehr mitgemacht hat? Wieder über 20.000 Dollar. Wir sehen hier die Seller-to-Shift-Ratio. Oben in dieser Grafik wieder über Null, Kaufsignal für Bitcoin im Vergleich zu Gold. Der bedeutet schlichtweg goldsicherer Hafen, Bitcoin Risikoasset, also wieder etwas Risk On angesagt. Auch das spricht dafür und Lance Roberts zeigt hier, dass wir jetzt drei Standardabweichungen unter dem 50-Tages-Durchschnitt sind. Als wir diese Rallye absolviert hatten, die phasenweise schon absurde Züge hatte bis in den August, waren wir drei Standardabweichungen, ziemlich genau drei Standardabweichungen auf der Oberseite gegenüber dem 50-Tages-Durchschnitt. Jetzt sind wir drei
unterhalb des 50-Tages-Durchschnitts ausgebombt. Das ist schlichtweg dann immer eine gute Voraussetzung für Gegenbewegungen. Und hier sehen wir das auch mal. Nur 2,98% der S&P 500-Aktien handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Die 10-Day Advanced Decline-Linie now auf einem Rekord-Low, Rekordtief. Und diese Datenreihe geht zurück bis in das Jahr 1990. Was Sie hier gelb sehen, das ist der S&P 500. Wie gesagt, die 10-Day Advanced Decline Linie, also Relation fallende zu steigende zu fallenden Aktien. Also ausgebombt, ausgebombt, ausgebombt. Das ist schon einfach krass. Hier sehen wir das nochmal. Besser erklärt, das meint, dass der Underlying Breadth, also die Marktbreite, in den letzten 10 Handelstagen so schlecht gewesen ist wie never ever in den 32 Jahren zuvor. Also hier sehen wir, wie die Dinge derzeit an einem Extrempunkt angelangt sind. Ebenso Nasdaq 100 Stocks above the 50-Day Moving Average, also die über den 50-Tages-Durchschnitt handeln. Da waren wir im Juni diesen Jahres im Tief bei 6 Stück, die über den 50-Tages-Durchschnitt handeln. Jetzt sind wir bei 3. Also wir haben tiefere Werte als im Juni-Tief, das wir da gesehen hatten. Und jetzt sehen wir, dass die Absicherungen nach oben gehen. Unten in dem Chart sehen Sie, die untere Grafik, da sehen Sie die schwarze Linie, das ist der S&P 500, geht nach unten. Oben, in dem oberen Teil der unteren Grafik, sehen Sie, wie die Put-Absicherungen nach oben gehen. Also S&P 500 geht nach unten, dadurch alle, wir brauchen jetzt Put-Absicherungen. Die bräuchten Sie eigentlich, wenn die Euphorie da ist, nicht wenn die Panik da ist, aber der Mensch ist eben der Mensch und macht das immer wieder genau andersrum. Hier sehen wir, wie stark hier diese Put-Absicherungen nach oben gegangen sind. Also, wenn die Kurse stark gefallen sind, dann plötzlich haben die Leute das Bedürfnis, sich abzusichern, statt sich abzusichern, wenn man schon sehr weit geklettert ist und dann eben auch wirklich vielleicht ein Sicherheitsnetz braucht, weil die Fallhöhe schlichtweg sehr viel größer ist. Das ist also hier ein typisch menschliches Verhalten. Und jetzt, meine Damen und Herren, es fällt mir echt schwer, aber ich glaube, dass Marco Kolanovic diesmal recht hat. Jener Kolanovic, der immer gesagt hat, buy the dip, buy the dip, buy the dip und jedes Mal ein Watschen bekommen hat, auf Bayerisch gesagt. Jetzt sagt er hier, die Märkte haben jetzt extrem große Zinsschritte durch die Fed eingepreist, aber ich denke, die nächsten 6 bis 9 Monate werden ziemlich anders aussehen und er erwartet einen dovischen Tilt. Eine dovische Wende bei der Fed und zeigt hier etwa Rent Inflation set to decline, also Mieten dürften nicht mehr so stark steigen, sondern sogar fallen. Core Goods Inflation should drop further, also hier diese Indikator, also diese Inflationsthematik, da dürften wir bald Erleichterung sehen, das glaube ich auch. Und ich bin ja jemand, der immer gesagt hat, diese These Peak Inflation vor längerer Zeit, die ist Quatsch, wir werden noch höhere Inflationsraten sehen in den USA und so ist es dann auch gekommen. Aber jetzt sage ich, wir sind praktisch nicht nur am Peak, sondern wir werden jetzt eine relativ schnell fallende Inflation sehen. Natürlich jetzt nicht wie ein Stein, aber doch mit einer Dynamik, die vielleicht den einen oder anderen, der jetzt so super hawkisch ist, der vorher immer gesagt hat, oh nö, das wird jetzt nicht so schlimm mit der Inflation, überraschen wird, wie schnell das nach unten dann gehen wird. Hawkisch wieder dann Aussagen etwa von Master, die so ein bisschen im Zentrum der Fed ist, weder zu dovisch noch zu hawkisch, praktisch so eine Art Durchschnittsperspektive der Fed einnimmt, auch wieder, ja, wir müssen die Inflation bekämpfen und wir brauchen mehr Beweise, dass die Inflation gepiekt hat. Also relativ hawkische Kommentare, müssen eine restriktive Geldpolitik jetzt machen, etc. etc. Die Fed ist im Prinzip auf dem Hochpunkt der Inflation panisch geworden in Sachen Inflation. Auch hier wieder ein, auf Deutsch gesagt, sehr bescheidenes Timing, was die US-Notenbank an den Tag gelegt hat. Was erwarten die Märkte jetzt? 75 Basispunkte Zinsanhebung im November, dann im Dezember nochmal 50 und dann nochmal Januar, Februar 25 Basispunkte. Also da ist eine Menge drin. Interessant auch, dass Mester gestern angedeutet hat, ja, also hier mit dem Dollar, wir setzen ja nicht den Währungskurs im Dollar, aber wir müssen schon ein bisschen aufpassen auf den Einfluss, negativen Einfluss, den ein zu starker Dollar hat. Hier Ned Davis Research sagt jetzt 98% Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession. Und was natürlich auch jetzt für die Aktienmärkte ein bisschen schwierig ist für den S&P 500, ist, dass etwa jetzt 91% der S&P 500 Unternehmen in der sogenannten Blackout Period sind, also keine eigenen Aktien zurückkaufen können. Und das wird eben jetzt auch vorläufig so bleiben. Am Ende der Woche sind es dann 93%. Hier fehlt also der Rückenwind, der normalerweise für Aktien da ist. Aber wir sind jetzt
schon 23,3% in diesen 184 Handelstagen bisher gefallen. Das ist das viertschlechteste Jahr bislang in der History. Und das liegt natürlich auch an C-Dollar. Je stärker der Dollar, umso schlechter auch für die US-Unternehmen. Nicht nur für die Welt, die ja vorwiegend den Dollar verschuldet ist. Und wenn der Dollar stark ist, dann steigen ihre Schulden gewissermaßen. Aber jetzt auch für Unternehmen in den USA, wenn der Dollar so stark ist und sie verdienen Geld etwa in der Eurozone, dann kriegen sie dann, wenn sie wieder umwechseln, weniger Dollars dafür für ihre Euros, die sie hier in Europa verdienen. Und hier etwa Morgan Stanley, jede 1% Bewegung im Dollarindex hat einen minus 0,5% Impact auf die S&P 500 Earnings. Also da werden wir in nächster Zeit eben Warnungen sehen. Obst, der starke Dollar, der macht uns das Geschäft kaputt. Das wird kommen. Und wir sehen hier, wie krass der Dollarindex gestiegen ist. 4% in den letzten 5 Tagen. Das ist der größte Anstieg seit dem Corona-Crash im März 2020. Und deswegen der S&P 500, den Sie hier unten im Chart sehen, jetzt mit dem tiefsten Schlusskurs seit Dezember 2020. Und jetzt sagen manche, naja, aber Inflation, die muss doch nach unten gehen. Aber die Inflation geht nach unten, weil Stress ist im System. Schon deshalb. Hier sehen wir mal Global Financial Stress Indicator. Ist nur krasser gewesen eben 2020. Hier mit dem März-Crash und eben der Rezession im Jahr 2009. Also es herrscht Stress, steigende Renditen, steigender Dollar. Und vor allem sehen wir jetzt die Financial Conditions immer tighter, immer rigider. Und wenn Sie sich hier mal diese Grafik anschauen, Real GDP, also inflationsbereinigtes BIP, und diese Financial Conditions, dann hängt das miteinander zusammen. Je tighter diese Financial Conditions sind, je straffer, umso schwieriger für die Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft kühlt ab, dann kühlt auch die Nachfrage ab und dann kühlt eben auch die Inflation ab. Das ist das Muster. Die US-Wirtschaft dürfte in eine Rezession fallen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Diese Bewegung am Anleihenmarkt, die gemessen werden, was die Vola betrifft am Anleihenmarkt, durch den MOVE-Index, das ist praktisch das Pendant zum VIX bei den Aktienmärkten respektive dem S&P 500. Und hier haben wir Stände beim MOVE-Index, als praktisch totale Panik war im Corona-Crash 2020, als die Fed dann praktisch intervenierte. Jetzt sind wir am Anleihenmarkt im Grunde wieder in einer Paniksituation, wie damals im Corona-Crash, als die Fed interveniert hat. Das heißt natürlich nicht, dass die Fed diesmal intervenieren wird, indem sie wieder Gelddruck etc. Aber es zeigt, wie groß der Stress ist und dass die Fed früher oder später dann eben in die Situation kommt, wo sie etwas tun wird, tun muss. Liegt auch an der Schwäche in China. Die Weltbank hat jetzt Chinas Wachstumsausblick gesenkt. Erstmals seit 1990 wächst Asien schneller als China. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben heute frische Daten. Industrieprofite minus 2,1%. Wieder sehr, sehr schwach und Chinas Regierung hat im Vorfeld des Volkskongresses, der am 16. Oktober beginnt, jetzt Broker und Banken angewiesen, kauft Aktien. Auch das kann vielleicht so ein bisschen eine Unterstützung sein, dass die Chinesen jetzt Aktien kaufen. Hier unten sehen wir übrigens Dollar-Yuan, respektive Yuan zum Dollar offshore. Hier sind wir an Niveaus, in denen wir an den letzten Jahren immer gedreht haben. Spricht auch dafür, dass diese überzogene Dollar-Rallye, die wir jetzt gesehen haben, vielleicht mal zumindest ein Päuschen macht. Und was bedeutet das für Gold? Erste Artikelempfehlung. Immer tiefer, ja, der Gold-Price, aber jetzt vielleicht Erholung drin. Mal angucke. Und dann meine zweitbeste Freundin, Cathy Wood. Dollarstärke verheerend. Warum die Fed umschwingt? Also Sie sehen, wie tief ich schon gefallen bin, dass ich mich jetzt auf Cathy Wood berufe und mit ihr einer Meinung bin, dass ich sage, ja, ich glaube, diesmal hat sie recht, ebenso wie Kolanovic. Es fällt mir gerade zu schwer, das zu sagen, aber ich denke, da haben Sie jetzt einen Punkt. Das ist verheerend. Zweite Artikelempfehlung über meine zweitbeste Freundin Cathy Wood. Und dritte Empfehlung, Schifffahrt vor Boomende. Wir sehen Nachfrageeinbruch, Frachtraten stürzen ab. Auch das eben ein Punkt, der dann in Sachen Inflation, in Sachen Lieferengpässe eine Rolle spielen wird. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und jetzt empfehle ich mich und sage Servus und Ciao.